Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen... Ja, und jetzt geh ich mal raus. Das ist eine peinliche Geschichte. Da kam noch so ein Auto, weißt du? Das Auto, der Mülleimer und ich. Ja, da ist jetzt sogar eine Verfilmung. Und diese Story von dieser Verfilmung, weißt du, die ist unglaublich. Da kommt dieses Auto. Kann man auf DVD und da ist mein Mülleimer. Weißt du, da ist mein Mülleimer, das musst du dir erstmal vorstellen. Und dieser Mülleimer, der ist geriffelt außen. Der ist geriffelt und der hat so einen Deckel, so einen normalen Mülleimerdeckel. Nur der Deckel ist nicht drauf, weil ich gerade rausgucke, weil ich mir den Kopf gestoßen habe. Weißt du, der Deckel, der liegt daneben. Und dann kommt dieses Auto, es ist sehr wichtig zu wissen. Versuch mich gerade an den Typen zu erinnern, dass ich mich gerade falsch erinnert habe, dass dieses Auto ist kein Auto, das ist ein Bagger. Ja? Ein Bagger. Der macht dann, der schwenkt von links nach rechts, ja. Und dann wird plötzlich diese Mülltonne getroffen, ja, dieser Mülleimer. Und dieser Mülleimer, der schleudert mich aus diesem, dieser Mülleimer schleudert mich aus sich selbst raus, ja. Ja, und dann lande ich im anderen Mülleimer. Und diese Geschichte ist im nächsten Film nochmal erzählt. Na, dann brich mal an. Ja, also das ist gut. So, und die nächste Geschichte, die hat mit einem Fahrrad zu tun, ja. Und ja, eine Mülleimer ich merk und mir. Schon, du hast viel zu erzählen. Und diese Geschichten, wahre Geschichten aus meinem Leben, ja. Ja, ich merk's wirklich. Ja, du bist einst kämpften Drachen gegen Menschen in einem Krieg genannt die Befreiung. Ah, das passt irgendwie nicht. Ich muss weiter erzählen mit meiner schönen Geschichte. Nein, genannt die Befreiung. Die Menschen entsandten 8 Helden. Helden. Okay. Helden, welche die Drachen niederrangen. Diese 8 mächtigen Generäle befriedigten letztendlich ganz ihr Liebe. Ganz ihr Liebe. Wer ist ihr Liebe? Der ganze Kontinent. Achso. Entschuldigung. Der Kontinent wurde in Nationen aufgeteilt und die Völker Genossen und Genössinnen. Hoch die Tassen Genossen. Ihren Reichtum. Der Held Hartmut verließ sich im Osten nieder und gründete Biran. Berühmt für seine militärische Macht und Wyvernritter. Sant Elimine ging in den Westen und ihr heiliger Name blühte unter dem Handwerk von Etruria. Ich weiß nicht, für was das bekannt ist, außer Handwerk. Das Vermächtnis des Reiters Hanon lebt unter den Nomaden seiner geliebten Ebenen von Sakai weiter. Lin. Ah ja. Lin. Gut, die Lin ist das Wichtigste. Die Geburtsstadt des Ritters Barigan wurde zu Heim mit der berühmten Ritter von Ilia, Pegasus Ritter. Hurra! Die letzte Glorie des Berserkers Durban war es, auf den Inseln im Westen einen Kriegerclan zu gründen. Das weiß ich nicht, woher da herkommt. Vom Erzweisen Athos sagt man, er habe sich im unfruchtbaren Ödland von Nabata zur Ruhe gesetzt. Die Nachkommen des Roland werden zu den Lords der Linie von Lycia. Okay, die kennen wir alle nicht, kann's sein. In Liebe genoss einen Frieden, der sich über 980 Jahre erstreckte. Oh. Aber 1000 kriegen sie wieder mal nicht hin. Ja. Ist auch wieder so logisch. Weißt du, da können sie 20 Jahre warten. Aber nein, natürlich muss dann irgend so ein Spasti kommen und sagen... 20 Jahre vor diesem tausenden Jubiläum muss sich die Welt zerstören. Ja, so ist es. Ganz klar. Wie Gut, lange genau mag ein Stimme. Solcher Frieden noch bestehen? Bevor sein Fundament zu bröckeln beginnt. Tja, es gibt keinen Bösewicht. Nein, wahrscheinlich es gibt nur dann, wenn der Boden nachsackt. Wahrscheinlich dann, wenn Eliwood einfach mal loszieht. Oh. Tief im Reiche Lycia liegt Pharae. Ein Land, dem Konflikte. Ich habe immer Pharae gelesen. Ein Land, dem Konflikte schon seit vielen Generationen unbekannt sind. Oh, schön. Doch nun senkt sich ein Schatten der Beklommenheit über das Land. Typisch. Sein geliebter und wohlwollender Herrscher Lord Elbert. Das sieht ja aus wie Karl-Heinz. Verschwand. Auf mysteriöse Art und Weise. Wie auch einige seiner Männer. Loyale Ritter, die an seiner Seite dienten. Ein Monat ist vergangen ohne Nachricht vom Marquis. Gerüchte über seinen Tod mehren sich. Der Sohn des Marquises ist jedoch davon überzeugt, dass sein Vater lebt. Ah ja. Er hat sich geschworen, ihn zu finden. Das ist Eliwood. Eliwood ist unser Hauptcharakter. Oh. Eliwood isst gerne Bücher. Okay. Er hat rote Haare und blaue Augen. Er würde gerne eine liebe Hauskatze bekommen. Nein. Oh Mann. Er ist handzahm und lässt sich gerne füttern. Okay. Ein rothaariger junger Mann, der eines Tages der größte Ritter in ganz Lycia sein wird. Mann ey, so ein Spoiler schon wieder vom Spiel. Seine lange Reise beginnt hier. Außerdem gibt es da noch seinen Freund Hector. Hector ist ein Dackel. Okay, möchte gerne dir. Der Aufbruch heißen. Und epische Mucke. Und das ist schon. Ey, ist das Lord wieder ein Eddie Tutorial? Level. Alles sind Lords übrigens. Ja, du sollst Markus sprechen. Toll, ich freue mich.
Soll ich die Pfeiltasten übernehmen, während du da Wikipedia.org rumsuchst? Nein, nein, das ein wichtiger Hinweis. Ich benutze nicht mein Gedächtnis, ich benutze Phesos.de. Hier Werbung einfügen. Ja, Phesos.de ist die schönste Seite zum FE nachgucken. Ja, ich weiß auch. Wir erhalten hier viele Blödis. Oh nein! Und Lins Trupp ist übrigens nicht mehr dabei als Hinweis. Ja das ist irgendwie komisch. So, dann rede den mal. Okay. Du darfst alle neuen reden. Also mit, jedes. Mit großem oder was? Den benutze ich eh nie. Also kannst du sprechen, wie du willst. Okay. Noch ein Idiot! Das ist nicht Ursula! Wir sind bereit für Aufbruch! Gott, vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Nee, das hört sich irgendwie zu dumm an. Mutter, die Zeit ist gekommen. Wir müssen gehen. Eliot! Versprich, dass du wohlbehalten zurückkehrst! Sie hat ein Problem am Kehlkopf, das ist ich weiß. Ich mach mir Sorgen um deinen Vater, aber sollte dir irgendetwas zustoßen, mein Herz gehört die Sorge nicht ertragen. Ich weiß, Mutter, ich bin noch nicht im Stimmbruch. Ich habe so eine einigermaßen hohe Stimme. Bitte sorgt euch nicht. Oh, ich glaube, ich krieg auch noch so einen Kehlkopf wie ihr. Vater ist am Leben, ich weiß es. Ich schwöre, dass ich ihn finden werde. Und mein Kehlkopf wird auch wachsen. Juhu! Und an eure Seite zurückbringe. Dann habe ich dein Wort! Ja, natürlich! Isadora. Einfach zu ganzen Seite mit dem Fußstuhl über den Kopf! Isadora, während meiner Abwesenheit überlasse ich meine Mutter eurer Obhut. Soll ich auch sprechen? Ja, mein Lord! Ich werde über die Wache halten! Ursula! Markus und Isadora haben alle dieselbe Stimme. Gut, soll ich eine andere nehmen? Mutter, ich werde zurückkehren, seid unbesorgt. Ich kann auch irgendeine andere nehmen. Wir sind alle weg, eh. Gut. Nun, Markus, dann liegt es wohl an uns beiden. Gott, die war ja noch schriller, ja. Die Olle. Ja, den muss jetzt lesen, die Olle. Nicht ganz, mein Lohn! Lohn, der Herr der Leute wird uns begleiten! Lohn? Ein beruhigender Gedanke. Ich habe ihn ins Dorf vorausgeschickt, um dort ein paar Wege Leute zu finden! Gott, diese Stimme, ich kann die nicht machen so lange. Ja, mach der trotzdem. Ich dachte, das sind drei Wörter. Das sind auch drei Wörter übrigens. Gegen die Hoffnung mit Waffen, ich glaube kein Tisch. Dabei habe ich mich ohne große Gefahr schon nicht so weit reißen. Ich glaube, es geht nur drei Blasen oder so. Scheiße. Aber diese Angelegenheit beruhige ich mich auch wie Leute, Hollywood. Also drei volle Blasen natürlich. Es tut mir leid, Markus, aber ich ziehe es vor, meiner Mutter keine einzigen Waffen zu berauben. Boah, ich hasse Blasen. Die besten Ritter des Reiches sind mit meinem Charter verschwunden. Mann, hat der ein großes... Er hat bestimmt ein Flugzeug, ne? So ein Charter. Ja, so ein Charterflieger. Ja, ich kenne die doch. Würde meine Mutter während meiner Abwesenheit etwas zustoßen, was natürlich nicht der Fall sein wird, nicht, habe ich keine Ahnung mehr, dann... Ich verstehe, mein Lord! Gott, ich kann diese Stimme nicht machen. Oh Gott. Irgendein... Komm raus, hier hau ich dir Raupen aus der Nuss. Ich hab grad irgendwas gedrückt. Und genau das hat jetzt richtig geil gepasst. Oh Mann, man sieht schon, dass er Raupen ist. Er ah ja. Okay, gut. Ja, ich glaube, ich kauf dir dieses Soundboard ab. Oh so, Gott. Den spreche ich wieder ganz schön. Wir alle hörten, dass die Ritter von Hefere verschwunden war. Nun, euer Pech ist mein Glück. Ich habe etwas zu anzugeben, ich spucke auch gar nicht. Ab sofort gehört dies Dorf mir. Krosnü ist euer neuer Lehnsherr. Ich wackel auch gar nicht bei diesem Reden. Und jetzt bringt mir all euer Gold. Ich habe 11.000. Bis auf das letzte Stäubchen. Das nochmal hören. Nein. Oh Gott. Eliwood! Nee, den kannst du sprechen, ich bin gerade heiser. Wie spreche ich den? Spreche ich einfach irgendwie. Lord Eliwood? Kommander Markus? Ich? Ja? Lovin! Verrückt dich doch! Ich hab ja mal 10 Kontrolle über seine Daten! Und hör seine Stimme! Gott, wie habe ich dir nochmal gesprochen? Ja, keine Ahnung. So, als ob der so ein Butler wäre, so ein kleiner. Das Dorf, das wird angegriffen. Das sind Banditen. Scheiße, das war ganz anders, oder? Egal. Ich hab den nicht angeguckt. Was? Banditen? Ja! Ich spreche ihn jetzt. Entschuldigung. Oh, ja. Bist du denn sicher, Lowen? Das Mädchen, die hier weiß mehr. Oh, ich kloppe einfach aus. Hallo, okay. Ich bin Rebecca. Seid ihr Lord Eliwood?
Ich bin die Tochter des Dorfmagistrats. Mein Name ist Rebecca. Ich hab's schon gesagt. Jemand kam ohne die Vorwarnung. Sie können alles. Ich liebe euch da an. Bitte helft uns. Ich verstehe. Oh Gott, wir haben uns die ganze einfachen Stimmen für Anfang aufgehoben und jetzt muss ich die ganze Zeit so eine Scheiße labern. Ich verstehe. Tja, was kann man da wohl nur machen? Oh Mann. Oh nein. Markus! Lowen! Wir müssen die Dörfler zu Hilfe eilen. Hey, ja, mein Lord. Rebecca, bleib hier und halte dich vor den Blicken der Räuber verborgen. Wenn es euch genehm ist, mein Lord, will ich die Kappe umziehen. Fast jeden Tag gehe ich auf die Jagd. Ich bin geübt mit dem Umgang mit Bogen. Tatsächlich? Nun gut, aber seid vorsichtig. Ja, mein Lord! Kommt da noch einer? Hey, und ich wurde eigentlich noch. Im Dorf fand sich noch jemand, der uns eine Hilfe anbot. Ein reisender Stratege, den ich mit dem Gasthof getroffen habe. Gasthof. Ja, ja, wer kann das bloß sein? Ich glaube, es ist Fairon-LP. Es kann nur Fairon-LP sein. Wer denn sonst? Das heißt, er muss jetzt die ganze Zeit labern, was er macht. Ein Stratege? Ey, so ein Scheiß brauche ich nicht. Der ist bestimmt voll assi und so. Der wird uns alle in den Tod laufen lassen. Also ins Messer und so. Ja, klar. LED. Schon der Name, den ich noch nicht mal gehört habe, ist scheiße. Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Ja, kam mir erst im Traum erschienen. Also, ich meine, dieser komische F, der fängt mit F an. Das ist wie fuck, ne? Das zeigt mir das genauso an. Ja, mein Lord, das fixe P. Guck ja, wie fuck. Hört sich genauso an. Fuck P. Fixe P. Alter, ich hasse dich. Boah, ich finde es so geil, wie man immer weiter. Weil Lilith verliebt in dich. Ich hasse dich. Achso, ja. Oh. Ja. Deine Affäre da. Ja. So. Und er kennt sich auch gewisse beide Probleme dabei, nicht wahr? Ja. Auf die ganze Zwischenmenschen sich nicht mehr so hier so. Na, ich bin ja so ein Assi. Mal ordentlich unterhalten, meine ich. Wir haben ja festgestellt, dass Lin 20 Assi-Kinder hat. Ah ja. Ja, und ich bin ein Assi und Lin ist eine Adlige. Wie kann das bloß sein? Ich möchte dich gerne wissen. So, gut, Matta. Hey, kennt ihr euch, mein Lord? Ja, ich traf die fixe P letztes Jahr während der Unruhen in Karlin. Und da war noch irgendeine Frau. Jemand eigentlich? Ein fantastischer militärischer Ratgeber. Ja, ich glaube, da kommt noch einer. Sofern mich meine Erinnerung nicht trübt. Wäre Fixe P nicht gewesen, so hätten der Marquis von Karlin und seine Enkelin Lin, die habe ich jetzt ganz beiläufig erwähnt, vielleicht den Aufstand Lundgrens nicht überlebt. Was führt euch nach Ferae, Fixe P? Ich sag gar nichts. Ich bin hier, weil ich meine Fertigkeit verbessern will und so. Zu feiern. Und ja, eigentlich habe ich von den 11.000 habe ich 10.000 abbekommen, weil ich so guter Stratege war. Ja, und jetzt hau ich eigentlich alles auf den Kopf. Ach, ihr schenkt's euch einfach. Ja, das genau. Das ist nämlich die logische Erklärung, warum die plötzlich so viel Geld haben. Das ist super. Ha, wohl noch immer auf Reisen, um eure Fertigkeit zu verfeinern. Aber natürlich, ein wohlwürdiges Ziel. Danken wir der Vorsehung, dass uns sich unsere Wege hier kreuzen. Wir benötigen eure Hilfe, bitte. Leiht uns euer Geschick. Und euer Geld. Und plötzlich sind da ganz viele Böse. Oh, wie sie einfach abpesen. Hier ist übrigens noch ein Dorf. Wie viele Leute kommen eigentlich noch? Wir haben Rebecca. Rebecca ist eine tolle Bogenschützin übrigens. Ich mag sie eigentlich ein bisschen vom Bogenschützen her, weil sie relativ gut wird. Ich glaube vom Aussehen her. Ja, das auch. Nein. Wie sie sich auch immer unten bewegen da, die Einheit. Nein, und zwar, sie ist sehr ausgeglichen. Sieht so aus, als würde sie einen Bogen treiben. Sie ist schwächer. Mann, hör jetzt damit auf. Wir hatten schon letzte Mal das mit der Ballista. Und, Was kann ich dafür? Ja, wir haben, sie ist halt, hat halt nicht so viel Stärke, dafür mehr Verteidigung und Fähigkeit, glaube ich. Lowen ist Kavalier, den ich später nicht benutzen werde. Geil. Ja, und er ist eigentlich relativ gut am Anfang, hat auch einen Langspeer und alles auf D. Doppel-D hat er. Doppelt. Und das ist Ellywood, der darf nicht sterben. Er hat ein Rapier, das ist eigentlich eine sehr gute Waffe. Er ist nämlich effektiv gegen Infanterie, also auch für Reiter und so. Treffer 95 ist geil, kritisch 10 ist geil, Kraft 7 ist auch geil, bloß... Sind die jetzt wirklich 89 Jahre alt, mal so gefragt? Was? Die Leute hier sind die 89 Jahre alt. Wieso, was meinst du das? Weil 980 Jahre vergangen sind. Nein, ein Jahr später stand dann. 980 ist nicht seitdem vergangen. Es war schon früher. Achso. Du siehst, sind die Werte ein bisschen übertrieben. Ja, das liegt daran, dass er schon auf der nächsten Stufe ist. Deswegen habe ich gesagt, Markus werde ich nicht benutzen. Achso, er ist Level 1, aber auf der nächsten... Ah, ja, gut. Das ist ja, und da ist ein Bandit. Und wen werde ich leveln? Ellywood. Wäre noch nicht mal doppelt, Mann, Ellywood. Okay, Ellywood scheint nicht so der Über. Die Animation von dem ist ja auch bescheuert. Du weißt nicht, wie die Animation wirklich aussieht. Lowen bereitet vor. Au, voll die Schnauze. Der tut weh. Lass den Scheiß? Nee, niemals. Das ist Lowen. So, okay. Und er kann vollenden.
Das macht er schön. So greift er an. Ja gut, aber trotzdem finde ich, der erinnert mich so ein bisschen an Eike. Eike. Oder? Ich nenne ihn mal Eike. Eike, Eike. Keine Ahnung. Oh, der Reihe reicht uns noch nicht mal. Bedrohlich. Ja, ist wirklich bedrohlich. Ach, wer ist denn das? Oh, da, die will ich sprechen. Ja, na, in der Dorcas haben wir ja schon den, gekriegt. Ja, den Dorcas kennen wir, aber den will ich sprechen. Also ja, dann sprech den jetzt endlich mal. Wie mach ich den? Der ist ein fetter Klumpen, der nackt ist. Ein fetter Klumpen, ein bisschen stumpfsinnig, so ein bisschen ja. dumm. Ja. Sieh doch, Dorcas, ist das denn zu fassen? Es ist genau da, so wie der Ritter es gesagt hat. Das ist dort Hollywood. Es scheint so. Was hat er vor? Hey, will er es mit den Banditen aufnehmen? Mit ganz vielen davon will er es aufnehmen. Unschuldigen. Wie? Das ist von einem Lord wohl zu erwarten. Nicht wahr, Dorcas? Doch, er ist auf jeden Fall. Der kleine Lord braucht unsere Hilfe. Du darfst noch weiterreden. Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz. Schon wieder? Ja, oh mein Gott! So, mach weiter. Genau. Überlass diese Bergziegen nur mir. Ich bin Bartre, der Mutige. Und hab einschlafen. So, Bartre geht gleich hier rein. Oh Mann. Ist nur er, Bert, gute Gesundheit. Mein Karl kommt hier, du faule Kriechte zu Gehör. Ganz viele hier sorgt sich um sein Wohlgehen. Wir hatten die Leute sagen, dass dort noch jemand unterwegs sei, um den Nagel zu finden. Dieser Dranschild ist der größte Schatz unseres Dorfes. Er steigt in die Abwehr seines Drehs und Rüsshöhen. Bitte nehmt ihn, mögen wir euch und jemand sicher nach Hause führen. Oh, Alter, okay, die redet so schnell, dass ich heiser werde. Die hat sich schön abgefrühstückt. So, Dracoschiel. Und jetzt Energiering. Mal gucken. Wow. Wir hatten Energiering und also Verteidigung und Stärke können wir jetzt erhöhen. Ist ja witzig, dass sie jetzt genau in dem Dorf sitzen. Ja. Ist doch logisch. Was denkst du denn? Lowen, den kenne ich doch woanders her noch. Woher? Oder hieß er nicht auch Lowen in diesem Gott? In diesem Gott? In der Story. Kann sein. Ah ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, aber er besiegt nicht. Ist ja du kannst gemein. Nicht rechnen, kann sein. Nee, doch, aber es sieht trotzdem gut aus, deswegen, weil der andere macht keinen Schaden. Was typisch ist, weil er ein Bogenschütze ist. Ja. Ich finde es witzig, wie der jetzt eine goldene Rüstung anhat, der Lowen. Guck mal, der ist voll am Arsch, wenn Markus ihn angreift. Ach! Leveln! Oh Mann! Oh. Nein, nicht leveln! Schade eigentlich. Mann. Es wäre geil, weil Markus wäre der gewesen, den du nicht leveln wolltest. Ja, aber ich meine leveln für anderen, weil er genau ein Kaffee übrig gelassen hätte. Achso, ja, stimmt. Okay, du kannst ihn auch mal angreifen. Autsch. Doc ist ja schon gelevelt von letztem Mal, also auf Level 3 oder so. Was ja auch nicht schlecht ist eigentlich. Also er bleibt auf dem Level, aber kriegt neue Waffen. Deswegen habe ich verkauft, weil die alten werden sofort weg, also er ist Level 5. Sie kann vollenden. Reed ja. kann sie vollenden. Hui! Wie gesagt, trainieren ist immer wichtig. Ja, ich gucke später noch, ob wir unser Geld behalten haben, aber ich glaube, das wäre auch irgendwie sinnlos für mich. Das stimmt allerdings. Vorher machst du dir so Mühe und dann... Oh ja, quitte den Bogenschütze weg. Meine Güte, ein Schaden. Aber wie Elliewood einfach zurückquittet. Ja. Elliewood ist halt geil. Er ist einfach der Pro. Aber er sieht so richtig schwul aus in diesem Umhang, den er da trägt. Jetzt echt mal. Dafür kann er doch nichts. Doch! Dafür kann er doch nichts. Nein. Ah, nee. Nein, Alter, kann er nichts dafür. Er hat nur mal den Umhang. Also, ich weiß auch nicht. Schafft es Lowen aus Last Story und auch nicht. Das hört sich jetzt noch irgendwie komisch an. Ja. Und ich komme aus Last Story. Und er ist eigentlich nur Schleichwerbung für einen gewissen Kanal, den ich jetzt nicht benennen werde, aber wahrscheinlich der neben mir. Nein, wäre auch nicht. Ich bin der neben mir. Gesundheit. Guten Husten, ja, allerdings. Ja. Gut, schön. Ich sag zu oft schön. Ja, du hast recht. Mann, mach Sachen. So, das muss da auch mal wieder sein. Na, mach schon Platz. Blinker raus und rechts ran. Blinker raus und rechts ran. Woher kommt denn diese Kack die ganze Zeit? Level up für Elliewood. Ich hab da so Gedanken, die übertragen sich einfach. Geschwindigkeit, Elliewood, du kannst jetzt doppeln wahrscheinlich. Ich glaube. Wir haben ja leider keinen, der wieder erfrischt. Nee, Elliewood wurde getroffen. Das ist nicht Glück. Nee, der andere hier, der hat ja, ich getroffen. Weiß.
Ist auch wieder. Wen wolltest du nochmal in Ruhe lassen? Also, wen wolltest du sozusagen außen vor lassen? Dorcas eigentlich. Und Markus. Ah ja, wer war Markus? Der da oben in der Ecke, ja, oder? Ja. Der kann hier auch schon Häuser besuchen. Ah ja, gut. Der kann gut mit Waffen umgehen. Aber steht ja auch das Prinzip des Waffenlevels und ich habe einfach weggeskippt. Das Waffenlevel kennen wir. Das ist einfach nur das hier. Ja, ja, ja. A, A, B. Heißt das jetzt A? Ist so total gut? Ja, oder? S ist das Beste. Achso. Wieso kriegst du eigentlich so überpowerte Einheiten? Kannst du mir jetzt sagen? Ganz einfach, weil man nach dem Tutorial total schwach ist, ne? Ist ja klar, man hat ja überhaupt keine Erfahrung. Nach dem Tutorial hat er eigentlich Heilmittel. Ja, hat er. Ja. Aber ich benutze ihn noch nicht. Ist ja praktisch. Weil er ihn exakt killt. Ja. Eben, Eliwood kaufe ich wahrscheinlich ein Eisenschwert. Hat er keine Doppel-Crit, also Doppel-Stark-Chance, also irgendwie sowas, dass er doppelt draufhaut? Theoretisch dürfte er es irgendwann mal haben, aber bisher nicht. Er hat nicht genug Geschwindigkeit dazu. Ein junger Reisender hält sich im Dorfmagistrat auf. Ist wohl schon seit einigen Tagen im Dorf. Ich weiß, ihr glaubt, er ist sicher nur einer dieser nichtnutzigen Hofschranzen. Was ist das? Hofschranzen? Schranz ist so ein Ausdruck für so einen Idioten sozusagen. Sie um Almosen bitten, aber in dem hier steckt mehr. Diese Augen, ihnen entgeht nichts. Er hat eine Mission zu erfüllen. Wen hat er? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wen er gemeint hat. Hey. Unwissenheit. FTB. Ich finde es witzig, wie die Bogenschützin jetzt wirklich Haare hat. Ist mir ja so gar nicht gewöhnt. Rapier. Ja, Rapier ist eine spezielle Waffe, die nur er benutzen kann. So wie Manikati bei Dingens. Ja, genau. Ah, ja. Und Rapier ist auch sehr gut. Aber hat der auch Benutzung oder ist der einfach... Händler, wir können mal gucken, was... Ja, hat nur Heilmittel. Ich guck gleich mal... Der, ich meine, der er Rapier, hat kein Heilmittel. Wenn man den so oft benutzt? Ja. Ah, ja. Willst du den Drakenschild nicht Dingens geben? Ah, ich brauche 1, 2, 3 Heilmittel. Und wir haben noch... Nein, wir haben nur 10.000 Gold. Ach, wir übernehmen es nicht. Schade. Das ist ja geil. Da haben wir die ganze Mühe mal wieder umsonst gehabt. Oder vielleicht gibt es auch nur maximal 10.000, wenn man das überschritten hat. So, jetzt hat er 3 Heilmittel. Müsstest du ja eigentlich wissen, beim letzten Durchlauf noch. Aber es nehme ich jetzt immer mal... Das ist lange her. Lange her. Langes her vor gestern. Und... Nein. Hey. Natürlich habe ich, das ist jetzt die 10. Aufnahme oder so, weil ich natürlich die ganze Zeit nur gefailt habe, ist klar. Ja, ja. Und er sitzt hier schon irgendwie das, den dritten Tag. Ich sitze hier schon das 8. Mal hintereinander, ja, er foltert mich hier immer her, damit ich die, jedes Mal hier seine blöden Stimmen dadurch spreche. Ich bin schon total angeätzt, aber ich lasse mir das nicht anmerken. Na. Ganz fair. Ganz fair, ja. So, er hat sein Eisenschwert, du hast dein Stahlschwert gefälligst ausgerüstet, das er geklaut hat von Markus. Oh Mann. Markus hat jetzt gar nichts mehr? Doch, er hat noch ein Stahlschwert. Stahllanze. Gut, das ist ja nicht schlecht. Meine Taktik ist wieder die beste. Ja, ich seh's. Alle auf einen Haufen und dann gucken, wer angegriffen wird. Nein! Nein! Oh. Boah, ist das ja gemein. Eliwood wird sterben. Oh, der kriegt wirklich viel Schaden rein. Ja, oh, nee, doch nicht. Treffen würde. Aber er wird leider nicht hier doppelt, hier Eliwood und so. Und meinst du, der... Nee, der trifft nicht. War klar irgendwie. So, aber das ist, wir wollen ja auch hier Rebecca leveln. Ja, ach so, wollen wir das? Ja, weil Rebecca wird ein guter Bogenschütze, aber es gibt immer noch den Super-Bogenschützen, den ich am Ende haben möchte. Der kommt auch erst sehr spät und hat einen hohen Level, hat aber sehr gute Werte für so einen hohen Level. Macht es nicht eigentlich Sinn, auch so OP-Einheiten einfach zu leveln, oder? Naja. Wie meinst du denn? Also vor allem fürs Endgame. Naja, es gibt ja, diese OP'ten Einheiten sind ja eben nicht OP. Also sie tun nur so, als ob. Naja, sie sind für den... sie sind für den Anfang relativ gut, aber später haben sie halt durch die fehlenden Level-Ups, die sie ja nicht haben... Ah ja, dadurch fehlen ihnen dann die Werte, ja. Naja, du kriegst ein Heilmittel reingepfeffert. Und das war... Ist natürlich fies, weil die dann die klauen sozusagen die XP und die kriegen ja nicht so viel dafür, sozusagen, wie die anderen. Oder wie darf ich das verstehen? Ja, die und kriegen so viel XP für. Ja, die kriegen nicht so viel XP und, erst später. Ja. Natürlich gemein. Gibt es eigentlich auch die Gegner-Level? Nee, oder? Was, Gegner? Gegner-Level. Ja, sie können nicht leveln, das heißt, wenn sie eine unserer Einheiten besiegen. Nee, klar, aber ich meine jetzt so von wegen, eine gleiche Einheit ist stärker als eine andere Einheit, ja, das weil gibt's. Sie im anderen Level ist sozusagen. Ja, das gibt's. Schade, Mann, ey, das sollte doch für Rebecca übrig bleiben. Schade, ist eigentlich. Ist ja gemein. Ja, Level up für Eliwood. Schon wieder? Ja. Zweite Mal. Mann. Oh, Mann, Eliwood! Er wird ja jetzt total schlecht in diesem Durchrun. Natürlich, wir rennen, ist klar. Ja, ja, klar. Durch Rush meinst du wohl, ja. Ja, Rush hier. Ist ja auch voll hier super Gameplay, das klappt ja auch richtig damit. 4 Schaden.
Boah, die kriegt das ja richtig hin. Mach doch, hau doch einfach mit allen drauf. Kriegen alle ein bisschen Erfahrung. Okay, gut. Das ist ich ein bisschen gemein. Er hat Fernwaffe. Der hat eine Fernwaffe? Der trifft mit 34%. Was war das denn? Ein Haufen Kinder, die mit uns spielen wollen. Ich hab's weggeklickt. Oh, und der ist vorbei. Ja, ist klar, irgendwie. Ist irgendwie gemein. Hat der eigentlich eine Fernwaffe? Nee, war. Nee. Eisenaxt. Hättest du nicht irgendwo hinstellen können, wo die getroffen hätte? Theoretisch? Nee. Gab's nicht irgendwo ein Feld? Vielleicht von hinten? Nee, dort, also wo jetzt der. Dort, wo Lowen jetzt steht, hätte sie getroffen. Mit dem Pfeil von hinten. So, getroffen. Mit 34%. Geil. Wow. Machst du. Er macht 14 Schaden. Oder er doppelt sogar. Ja, aber nur mit Rapier. Und nur 4. Hau doch einfach drauf, dann kriegst du auch ein bisschen XP ab. Ja, aber. Mach ich hau einfach jetzt einmal rauf. Dann warte ich wieder eine Runde. Denkst du? Ja. Du kannst ihn auch einfach so platt machen, wenn er keinen Fernkampf hat, dann ist es doch vollkommener Schindluder. Ja, aber dann wird ja. Dann wird ja, du weißt schon was. Dann kriegst du richtig scheiß viel XP dafür. Wenn du einfach jetzt mit der Fernkämpferin nur drauf hast. Ja, aber dann habe ich irgendwann meinen Bogen kaputt und das mich. Na und? Die Bögen kannst du neu kaufen. Ja, aber jetzt erstmal nicht. Und Eisenbogen hat noch genug. Ja, ich mach's jetzt so. Ist doch schön. Ja, so ist jetzt schön viel Erfahrung ins Leveln wie ein bisschen. Also sie vor allem levelt jetzt. Lowell hätte auch theoretisch leveln können, aber er. Weil dann kriegt er mal 2 Punkte dazu, dann machst du immer nur 2 Punkte Schaden und kannst einfach 20 mehr draufhauen. Ja, aber. Weil sie macht doch nur 4 Schaden. Ja, aber sie trifft auch nicht immer. Siehst du? Und jetzt hat er wieder 13 gleich. Und dann kannst du nochmal raufhauen, hat er 9 und dann Das ist ja auch das normale Boss. Gedöns. Sagen. Ja, genau, das Boss-Gedöns, was ich auch schon mit Lundgren machen könnte, aber was schwieriger ist als bei dem. Deswegen, weil er eine Fernkampfwaffe hat. Ja. Und auch deswegen, weil er einfach viel stärker ist als dieser Fuzzi. Aber jetzt ist mir egal, ich greife mit Elliwood einmal an. Und wenn er ihn killt, ist mir egal. Unbedingt? Weil wenn die andere jetzt killen würde. Jetzt mach doch auch noch mal zweimal drauf einfach. Ich hau mit Stahlschwert. Du kannst doch noch. Nein, ich hau mit Stahlschwert drauf. Und dann killt die andere die fast. Dann, und ja, dann killt sie ihn. Nee, fast nur. Nein, sie killt ihn. Nee, killt sie nicht, deswegen, weil. So, und jetzt werde ich. Achso, ja, doch, du hast ja nicht aktiviert. Ah, ja. Ich werde ihn retten. Wieso musst du doch nicht? Du kannst jetzt. Wieso sollst du. Na, weil sie vielleicht nicht trifft. Ach, das ist doch wurscht. Du wirst ihn sowieso fertig machen. Nein, sie trifft. Der war jetzt nicht. Doch, sie trifft. Ich dachte, der Blatt würde sich einfach mal im Runden wenden. Ja. So, Level up. Vollstimmt sie nicht. Oh, fast neuem. Also, fast Norrens. Das gibt's aber nicht, leider. Geht nicht? Stärke. Oh, schöner Level up übrigens. Dass du sozusagen genau auch noch aufs nächste Level hochkommst? nee. Musst jetzt wieder hier pachten, sozusagen. Miete einkassieren und so. Funktioniert nicht! Geile Scheiße. Ach ja, er wird ja geheilt, wenn er da drauf steht. Geil. Hooray! Aber ich setze sicher Lord Elliwood, nicht wahr? Unser tiefster Dank für die Rettung unseres redlichen Dorfes sei euch gewiss. Ich bin so froh. Danke ist auch nicht. Danke ist nicht nötig. Ihr sollt mir nur 10.000 Gold geben. Es ist die Pflicht eines Lords, sein Volk zu schützen. Wenn es nur so wäre, mein Lord. Dem Volk von Laos ist ein solcher Schutz gänzlich unbekannt. Ihr Marquis Lothar ist zu sehr damit beschäftigt, sich auf den Krieg vorzubereiten. Er ignoriert alle Beschwerden, Banditen und Bandidiebe betreffend. Er bereitet sich auf den Krieg vor, seid ihr sicher? Niemals würde ich euch belügen, mein Lord. Bis vor wenigen Tagen lebte mein eigener Bruder in Laos. Sein Haus zu Hause war niedergebrannt und ihm blieb keine Wahl, als hierher zu fliehen. Achso. Laut seinen Aussagen könnte Laos jederzeit unter Kriegsrecht gestellt werden. Der Krieg ist das beherrschende Thema auf den Straßen von Laos. Die hohe Stimme. Oh Gott. Die ganz hohe. Ja, die ganz hohe. Gott, Elliwood! Bist du so leicht? Ist dieser Tatschuh nicht leicht zu nehmen? Bin ich mal geschlagen und die Krieg vorbereitet? So habe ich keine Stimme mehr. Da ist ein Fehler und der andere sind alle für euch. Okay. Ich kann nicht so hoch mehr. Nee, ist meine Stimme. Mein Vater und Marcus Laus, Scheiße. Diese Verbindung scheint mir sehr dünn zu sein. Okay, dann ist sie so gut wie jeder andere Hinweis auf sein Verbleib.
Ah. Und ich habe Caps Lock aktiviert. Lass uns nach Laos aufbrechen. Wir müssen mehr erfahren. Aua. Oh, ich bin Dank. So froh. Mein Kehlkopf muss nicht sterben. Vielen Dank für eure Führung, Fixippi. Wie lautet euer nächstes Ziel? Wenn ihr keine bestimmte Destination vor Augen habt, könnt ihr doch mit uns kommen. Das war voll unerwartet. Ich hasse euch zwar, aber ihr dürft mit uns kommen. Unsere Gruppe ist nur eine kleine und wir haben nur ein Ziel, meinen Vater zu finden. Ich weiß nicht, wohin uns diese Suche führen wird, aber meine Ohren tun weh. Euch bei uns zu wissen, wird uns viel Kraft geben. Wahrscheinlich habe ich total übersteuert, deswegen hört man gar nichts. Ihr werdet uns begleiten, blendend. Vielen Dank. Ich glaube, die machen sich auch immer schon bereit, wenn sein Charakter kommt. Erstmal den Tonleiter zu treffen. Also, wenn irgendwas jetzt zu euer unangenehm oder war, ja, Stecke raus oder so oder Ton aus. Nein, also am besten in der Nacht. In der Nacht hört ihr euch genau diese Stelle an, ganz laut im Haus. Ja, super. Ich bete dafür, dass wir euch keinen Grund geben werden, eure Entscheidung jemals zu bereuen. Und 10.000 Gold. Rebecca. Du stinkst vielleicht aus dem Mund. Rebecca, wo hast du vorhin zugehen, junge Dame? Vater, ich habe die Absicht, Lord Edward zu begleiten. Mach dich nicht lächerlich, Mädchen. Lord Edward ist nicht so ein Picknick. Das war ein kleines Bäuerchen. Oh, Entschuldigung, ey. Nicht so ein Picknick unterwegs. Er zieht geradewegs auf große Gefahren zu. Das weiß ich, Vater. Deshalb möchte ich auch mitgehen. Wir schulden ihm unser Leben und ich möchte meine Schuld begleichen. Mein Burg mag nicht so stark sein, aber ich weiß, dass ich entdienlich sein kann. Aber... Und Vater, vielleicht treffe ich auch auf meinen Bruder. Ihr seid ja Magistrat. Ihr habt gewisse Verpflichtungen. Das ist alles, was ich anbieten kann. Ich muss es tun, bitte, Vater. Lass mich ziehen. Meine Güte, du bist genauso stur, wie es deine liebe Mutter war. Es tut mir leid, Vater. In dieser Angelegenheit musst du dich Lord Elliwats Willen beugen. Gib dir sein Einverständnis, dort zu gehen. Vielen Dank, Vater. Lord Elbert war immer gut zu uns. Folge seinem Sohn mit seinem reinen Herzen, Rebecca. Diene Lord Elliwood gut, so wie ich einst seinem Vater diente. Was war die Vater? Hoffentlich träumst du nicht mal von dir. Das könnte ein Schock fürs Leben sein. So, damit würde ich sagen, wir das ist ein schöner Punkt zum Cutten, ne? Ja. So Cut, Cut, Cut und so. So, ich so schön. Na. Morgen Abend haben wir frei, dann lache ich darüber. Ja, morgen Abend haben wir wirklich frei. Nein, eigentlich nicht. Morgen ist ein schöner Tag. Ich hab sehr viele freie. Ja, morgen ist Donnerstag und ich freue mich schon drauf. So, jetzt hast du einen Hinweis gegeben. Dieser Part wird wahrscheinlich 50 Jahre später rauskommen. Entweder Donnerstag. Es kann wirklich sein, dass er Donnerstag rauskommt. Oh, schöne Sache. Das wäre geil. Aber ich muss ja noch meine zweite Geschichte erzählen. Das mit dem Mülleimer und dem Fahrrad. Tja, und also dieses Fahrrad, das kam so auf mich zu, ne? Tempo kommt im Lauf des Tages. Ja, dieses Fahrrad kam so mit Tempo auf mich zu. Aber was habe ich gemacht? Natürlich, ich hatte meinen Special Move. Ich habe ja auch Skills in Real Life, ist klar. Ja, klar. Mein Special Move. Mhm. Ich bin rausgesprungen, hab den Mülleimer genommen, voll gegen das Fahrrad geschmettert. Der Fahrrad, der war konnte nicht mal Klaus Kinski in Nobody was werden. Ja, und da auf dem Fahrrad saß natürlich niemand drauf, ne? Ich hab mit meinem Special Move den Mülleimer gegen das Fahrrad geschleudert, das Fahrrad ist weggefetzt und ich bin irgendwie wieder in den Mülleimer reingekommen und nicht mehr raus. Ja, und dann gibt's noch die dritte Geschichte, die werde ich aber jetzt nicht erzählen. Und zwar diese Geschichte, die handelt davon, dass ich mich in den Deckel des Mülleimers verliebt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Schalk im Nacken. Ja. Ich mal den ganzen packen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir rasten gerade ein bisschen aus. Ja, naja, gut. Bis zum nächsten Mal und tschö und er darf sich nicht verabschieden. Weißt du, was du nicht mal kannst? Nein. Ja, und versau hier meine Freunde nicht. Ja, du darfst dich nicht verabschieden. Ich versau mir jetzt meine Freunde. Also, okay. Verabschiede dich. Gut, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.